liebe Leute, die letzte Folge ist ja so extremst schnell, hat extremst schnell geendet. Das lag daran, dass hier eine Cutscene kam und ein neuer Boss angekündigt wird. Ein neuer Gegner, Entschuldigung, ein neuer Gegner. Und zwar ein Verteidiger. Verruchte Versteckspieler. Ein Verteidiger. Meine Lieblingsgegner. Die haben vorne ein Schild und können dadurch nicht getroffen werden durch Angriffe, die von vorne kommen. Außer durch einen Hammer, glaube ich, war das. Und egal, was wir versuchen, keiner von denen kommt bis ganz. Dann stellt sich Mario, ist ja klar, dass Mario sich dahin stellt. Welch eine Frage. Außer beim Laufen, da können sie immer getroffen werden. Also ihr seht hier 0% Chance. Nein, sowieso wegen dem Block. Das heißt, sie springt hier hin. Und ich glaube, die Bombe sollte ihn treffen. Also wir werden jetzt erstmal den rausnehmen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ja, die Bombe. Die Bombe, meine Freunde, die Bombe. Wir hätten schon wieder Kraftpaket machen sollen zum Anfang, ich weiß, aber. Ist jetzt nicht so. Stimmt, der hat einen Tinteneffekt, so viel ich weiß. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann er Tinte benutzen. Okay, nein, es ist eine schlechte Idee, mit dem auch noch davor zu gehen, weil die haben auch diesen Spreizschuss. Wie, du läufst, du kommst aber sonst nicht runter. Dann stellst du dich nach da oben und supportest bis zu Mario. Indem du irgendwelche Gegner anziehst, die nicht in der Dings sind. Okay. Mario, was kannst du noch machen? Mario könnte noch schießen. Mario kann auf jeden Fall die Heldensicht aktivieren. Und schießt auf den Block da unten. Warum nicht? Macht den Block sogar kaputt? Nein! Egal. Ich hoffe, einer von denen läuft jetzt irgendwie nie. Ja, vor allem der. Nee, nicht der. Ist das? Nee, das ist nicht der, den ich dachte, dass er das ist. Ist doch in der Rage. Was? Bitte lauf. So, dass Mario dich trifft. Warum? Das ist doch Betrug hier. Ja, der schmeißt da oben hin. Trifft Bad Peach. Sie trifft, er trifft. Ja, ich hasse dieses Spiel. Rabbit Peach Dash. Stimmt, der hat auch super Chance. Och nee, super Chance ist nur der, der. Mario, du hast noch gar keinen Schaden genommen. Also springst du noch hier rüber. Und bitte buff Peach so sehr, dass sie den den Verteidiger rausnimmt. Bitte. Das ist im Radius gut. Du auch nicht. Aber du schießt bitte und triffst auch den da. Was eine Verschwendung! Langsam wird das Spiel immer schöner, Leute. Peach braucht viel mehr eine Heilung als sonst irgendwas. Ganz kurz, was hat ihr die Heilung mitgebracht? Ich muss auf jeden Fall was finden. Und die ganze Zeit hier runter. Ey, mit zwei Herzen macht er immer Schaden. Dass der sich das überhaupt traut hier. Ja, und eine Heilung!
ist tot. Und der ist wieder voll? Okay. Okay. Dashen. Hinstellen. Ich würde mich selber damit töten. Der fleht schon. Also Rabbit Peach ist tot. Zu 100%. Ich kann nichts mehr dagegen machen. Außer vielleicht noch den Typen da hinstellen und keinen Schaden machen. Nein, das ist los. Außer... Mario? Kann ich dashen, ja? Nein. Mario, du kannst dich aber da hinstellen. Ganz offen. Und diesen Hans-Peter treffen. Mit einem blöden Crit. Ich hasse dich, Mario. Du musst was Sinnvolles machen. Nichts trifft, rein gar nichts. Und Rabbit Peach ist tot. Ich würde weder ihn treffen, ich würde meinen Schutzwall kaputt machen. Mach ich meinen Schutzwall halt kaputt. Bitte, er geht auf Rabbit Peach, war klar. Ich hasse den und da kommen auch noch die Heiler da und heilen ihn wieder hoch. Das wird unser erster nicht perfekter. Ja. Eins im Wurf und er ist weg. War ein Crit, macht 21 Schaden, macht sie raus. Rabbit Mario rennt hoch. Rabbit Mario stellt sich dahin. Wir müssen es jetzt in Kauf nehmen, dass es kein perfektes ist, es ist nur noch ein gut jetzt. Du dashst diesen Affen hier. Rennst zu... Du machst es anders, Mario. Du dashst den Affen. Und springst auf den Affen drauf. Um dann sagen zu können, ich bin genau keinen Zentimeter vorwärts gekommen und stehen wir noch an der gleichen Stelle. Genau, das ist der Sinn. Hauptsache dieses... Piep! Raus. Rabbit Mario. Wenn der Typ nicht raus ist, bist du halt raus. 100% Trefferchance. Meint ihr, ich treffe? Schreibt jetzt gerne in die Kommentare. Oh, wir sind in der zweiten Welt und haben jetzt schon Probleme. Ich brauch keinen Leibwächter. Sowieso schon zu spät auf das Perfekt. Das ist ja eine schöne Frage. Der Verteidiger tötet Peach. Dann werde ich die Folge nennen. Genauso. Du Blödmann, du fällst jetzt dahin. Du machst ihn kaputt. Nimm deinen blöden Hammer. Hau auf sie drauf und erzähl einen Crit! Ach man. Das wäre so schön gewesen. Dann rennt Mario halt in ihn rein. Da macht Mario den Crit. Jetzt habe ich wieder Heldensicht. Zum Ende hin halt. Klamm. Mario, du brauchst keinen Hammer. Der ist es nicht würdig, deinen Hammer zu spüren. Ja, ihr seht gut. Wir haben zwar die Züge eingehalten, haben aber einen verloren. Das ist nicht gut. Es gibt jetzt zum Beispiel nicht ganz vollen Bonus. Es gibt nur jetzt... Ja, uns fehlt jetzt ein bisschen. Silber. So sehen die Silberstatuen aus. Und Bronze werden wir auch noch sehen. Zumal in der nächsten Welt dann spätestens. So geht ein paar doch gutes Horror. Und dann ist auch noch meine Brille genau in... Meine Brille wird von alleine dreckig. Das ist schlimm. Die ist jetzt gerade einfach so dreckig. Ich habe keine Ahnung, wie und woher das kommt. Seit eben habe ich noch alles gut gesehen. Jetzt ist sie dreckig. So. Auch schon wieder heute einen Bad Hair Day. Ich will einfach fortsetzen. Ich will hier weg.
Ganz kurz, wenn ich stehen bleibe, müsste links. Nein, das steht natürlich nicht da jetzt. Oh nein, jetzt kommen wir zu dem Level. Es wird dunkler. Es windet. Das riecht nach einem Sandsturm. Dafür gibt es hier schön Münzius. Münzianus. Hier ist kein Level. Hier geht's aber zu einem Level, wenn ich hier hinten lang gehe und das kann ich nicht. Aber hier sieht es aus, wie ich das. Ich kann da auch nichts machen. Ich schieb dich jetzt da runter und das bringt mir. Ich komme an beide Kisten nicht dran. Habe ich das richtig verstanden? Spiel, du möchtest nicht, dass ich deine Kiste. Was ist da unten? Ich will wissen, was diese Dinger da sind. Wir können auch nicht zum Bonus gedöns. Eins, was wir können, ist weiter in Esterhof. Oh. Schön, sie auch mal bei etwas Konstruktivem zu sehen. Psst. Oh, der Arme. Okay. Oh, Speed. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich schaff doch eh nicht alle. Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Da. Oh, ist das knapp. Ja, und ganz da vorne kommt die Kiste. Kommen wir, wenn wir da oben sind, auch da runter zum Bonus? Nein, tun wir nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass das Spiel gnädig mit uns mal ist. Nein, das Spiel macht es nicht. Bitte sei es eine Waffe für Rabbit Mario oder so. Eine gute. Casus Cactus. Mhm. Von mir aus ein Name. Wo war das Rote, was hochgekommen ist? Da. Nee, das Sound. Das war jetzt nicht so gut. Hallo? Das war der. Das war der falsche Knopf. Das ist auf Zeit! Ich kann das Rote doch nicht zurücksetzen! Aber ich kann. Ja, aber wie soll das gehen? Ich drück das Rote. Und dann renne ich zum Grünen. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, war das der. Boah, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Oh. Bitte lass es wenigstens gescheit auch 10. Naja. Ist okay, achso, da geht's nur wieder 10. Halt, da gibt's auch einen gelben Knopf. Was macht der Gelbe? Ja, wir können doch noch zum Bonus. Nein! Nimm die Kiste mit! Mario, du bist doof. Archäologische Details. Mal gucken, wir werden den Bonus nicht schaffen, weil das Spiel mag uns heute scheinbar nicht. Perfekte Voraussetzungen, einen Bonus zu machen. Ah. Was? 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 Ich verstehe die Aufgabe nicht. Ich schieb doch. Stopp. Ich verstehe die Aufgabe nicht. Ich weiß nicht, wie ich zurückkommen soll. Was? Ja, okay, müssen wir nochmal machen. Okay, okay, und der muss dann wieder ganz zurück auf das Rote, damit wir... Okay, 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 okay. Ein kurzes Stück zurück, dass ich ein bisschen mehr Freiheiten habe. Schieb doch richtig, Bipo! Schieb darüber. Schieb hoch. Aber das ist ja... Boah, das ist ja hart. Was? Wir haben 0:05, ich sollte leise sein. Das ist nicht machbar. Okay, nochmal voll zur Konzentration. Und jetzt nicht an diesem blöden Block vorbeilaufen. Einfach A spammen.
da lang. Das ist hart. Ich hab gedrückt! Ich hab gedrückt! Ich hab dreimal gedrückt. War das knapp. Ich hab der Zeiger, der war schon auf Null. Ich hab das gesehen. Donnerlittchen. Das denke ich mir auch gerade, dass ich das noch hingekriegt habe. Wow. Also ein extrem schwerer Bonus. Ihr müsst dafür extrem schnell sein. Ihr dürft eigentlich gar keinen Fehler machen. Bisschen problematisch, ich weiß. Aber ja. Kann funktionieren. Auch als Fossil jagt es mir noch eine Heidenangst ein. Lasst uns schnell weitergehen. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Kapitel 7. Ganz im Ernst. Ich weiß, die Folge ist heute kürzer. 16 Minuten. Bei euch wahrscheinlich 30 Sekunden irgendwas. Ihr habt ja immer noch Intro, Outro. Aber das ist okay. Also auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da dafür, dass wir so schnell waren. Abonniert den Kanal, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst davon. Vielleicht kommt auch Need for Speed, Smash Bros, Superliminal, je nachdem. Das war's für das Video. Bis dann, Leute. Ciao.